Herzlich willkommen bei unserer Sendung Hoffnung um 12. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und das steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Und das ist eine Einladung, deine Sorgen loszuwerden. Wenn Gott für dich sorgt, kannst du voller Vertrauen zu ihm kommen und ihm alles abgeben. Und du kannst mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute zu dem Thema das Gegengewicht unseres Lebens. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Das Gegengewicht unseres Lebens. Ich möchte heute beginnen, für eine ganze Serie etwas erzählen. Ich war vor ein paar Jahren auf einem Segeltörn. Und da habe ich so vieles erlebt, was wir in der Bibel wiederfinden, und das möchte ich euch auch mitteilen. Ich habe da ein ganzes Büchlein geschrieben, und das kann man natürlich auch haben, und aus diesem Buch möchte ich so einiges zitieren. Ja, das Gegengewicht unseres Lebens. Als ich zu dem Segeltörn ging, hat meine Schwiegermutter mich verabschiedet. Ich bete ganz fest, dass es schönes Wetter wird. Und das hat mich sehr gefreut. Und als ich auf dem Schiff war, hat mich auch das schöne Wetter gefreut. Aber wir hatten keinen Wind zum Segeln. Bis auf einmal nächsten Tag einer sagte, wow, da kommen Wolken, es wird Wind, alle zusammenpacken und Schwimmwesten an, los geht's. Dann denke ich, schlechtes Wetter, Wind. Ja, aber ohne Wind kommt man beim Segelboot nicht vorwärts. Und wir sind losgesegelt. Es war raues Meer und es war die erste Erfahrung. Und beim Segeln hat man ja dann so eine Art Schlagseite. Und der Skipper sagte, keine Sorge, so ein Segelboot hat ein Kiel. Und das ist das Gegengewicht und das ist so konstruiert, dass das Segelboot nicht kentern kann. Egal wie viel Wind drauf kommt, es ist das Gegengewicht, dass der Winddruck praktisch, dem Winddruck praktisch entgegengesetzt wird. Und das ist das, wo wir auch lernen können. Wir haben auch ein Gegengewicht in unserem Leben und das ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Und das ist das Gegengewicht, das wir auch brauchen. Und wenn der Wind, der Sturm wirklich in unser Leben kommt und wir drohen zu kentern, gibt es ein Gegengewicht. Das sieht man nicht. Das ist unter dem Wasser. Und wenn wir das haben, dann können wir ganz sicher sein, wir kommen vorwärts. Denn nur wenn Wind auf die Segeln bläst, kommt man vorwärts. Es gibt so viele, die lieben es. Das ruhige Wasser, ich eigentlich auch. Aber man kommt eigentlich nicht vorwärts. Und da ist wichtig, dass wir das begreifen. Wir haben ein Gegengewicht. Und wenn der Wind kommt und wenn wir in Zeiten kommen, die uns nicht gefallen, brauchen wir das Gegengewicht, das Wort Gottes. Und durch das kommen wir vorwärts, selbst im Sturm. Danke, Herr, dass du jetzt der Herr bist, der das jedem offenbart. Und danke, Herr, dass jeder das Gegengewicht begreift. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du der bist, der uns hilft, durch den Sturm zu kommen. Ja, dass wir uns den Sturm, die Schwierigkeiten zu nutzen machen können, um vorwärts zu kommen. Danke, Herr, dass du das Gegengewicht bist, Herr, zu all unseren Problemen, zu Krankheiten oder was auch immer. Und dass wir mit dir vorwärts kommen dürfen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns per E-Mail ihr Gebetsanliegen. Und sie schreibt, würdet ihr bitte für meine Mama beten? Sie hatte sich im Januar einen Brustwirbelbruch beim Sturz zugezogen und musste operiert werden. Der Bruch wurde durch eine Versteifung fixiert. Jetzt bei der Kontrolle hat man wieder einen kleinen Bruch eines Brustwirbels entdeckt. Eine nochmalige OP wäre in ihrem Alter mit 85 nicht so einfach. Sie hat auch Osteoporose und eine stark ausgeprägte Skoliose. Danke euch von Herzen.
Jesus, ich danke dir, dass du für diese Mama da bist und dass du deine Hand ausstreckst nach ihr. Und ich danke dir, dass du sie berührst und dass dieser Wirbel wieder an die richtige Stelle kommen und dass kein Bruch mehr zu sehen ist und zu finden ist. Danke, Jesus, dass das alles wunderbar zusammenheilt und dass das wirklich eine wunderbare Wirbelsäule wird und dass nichts mehr davon übrig ist, was ein Bruch ausmacht. Danke, Jesus. Danke auch, dass die Skoliose wieder in Ordnung kommt und dass auch diese Osteoporose geheilt ist. Danke, Jesus, dass du diese Frau berührst und dass sie heil sein darf in deinen Wunden. Danke, Jesus. Du bist der Herr und du hast die Macht auch über diese Brüche und Krankheiten und Osteoporose. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt ein Gebetsanliegen und auch für seine Frau. Er schreibt, liebe Freunde, bitte bete für mich gegen Ischias-Schmerzen und für meine Frau gegen eine wunde Stelle am Fuß. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Ischias-Schmerz kennst und weißt und dass du jetzt deine Hand drauflegst. Und ich danke dir, dass der Schmerz verschwindet im Namen Jesus. Und dass dieser Rücken wieder vollkommen in Ordnung ist, wo dieser Nerv gereizt ist, dieser Ischias-Nerv. Und ich danke dir, Jesus, dass dieser Schmerz verschwindet im Namen Jesus. Und auch dieser Fuß geheilt ist von seiner Frau, diese wunde Stelle am Fuß. Ich danke dir, Jesus, dass das wieder wunderbar zusammenheilt und zusammenwächst. Und was auch immer die Ursache ist, dass es beseitigt ist im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebet brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt ihre Nöte und bittet um Gebet. Ich bitte um Heilung von chronischer Gastritis, Darmproblemen und der Parkinson-Erkrankung. Außerdem erbitte ich Gebet für meinen Bruder, dass er endlich Jesus persönlich kennenlernt. Danke für eure Unterstützung. Ja, da beten wir gerne dafür. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch diese Person kennst. Ich danke dir dafür, Herr, für diese Darmprobleme, Herr, für diese Gastritis und Herr, was da alles noch ist und ganz besonders für die Parkinson-Krankheit. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, berühre du, heile du, befreie du. Ich danke dir dafür. Herr, durchströme du diese Person ganz, ganz besonders. Ich danke dir dafür. Herr, du bist Herr und du bist Hirte. Und danke, Herr. Herr, auch die Bitte für den Bruder, Herr, dass er zu dir findet, Herr. Herr, dass er sieht, dass er einen Freund hat, Herr, wie er sonst keinen findet. Danke, Herr, dass er dich findet. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für den Schwager, schreibt uns jemand. Guten Tag, liebes Gebetsteam. Bitte betet für meinen Schwager, der Magenkrebs hat. Er muss heute ins Krankenhaus. Er hat Wasser in der Lunge. Danke, Jesus. Für dich ist nichts unmöglich. Ja, Herr, sei jetzt auch Herr, mit diesem Mann, Herr, der im Krankenhaus ist. Und danke, Herr, dass auch hier dieser Krebs weichen muss. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Und das Wasser auf der Lunge und alles, was da zusammenspielt. Herr, ich danke dir, Herr, dass wir einen gesunden Organismus ausrufen dürfen in diesen Leib hinein. Gesunde Organe, Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Berühre du diesen Mann und lass ihn ein Wunder erleben. Herr, das unmöglich ist, aber du bei dir möglich ist. Danke. Amen. Amen. Gott erhört Gebet, auch im Live-Chat. Und es schreibt uns jemand, im Live-Chat bat ich um Gebet für meine kleine Nichte und ihre Mama. Beide lagen im Krankenhaus und die Kleine wurde künstlich beatmet. Gott ist so groß. Er hat unsere Gebete erhört. Der Kleinen geht es wieder gut und beide kommen aus dem Krankenhaus raus. Gott sei Dank. Danke für die Gebetsunterstützung. Ist das nicht wunderbar? Und auf WhatsApp schreibt uns jemand Folgendes. Hatte euch um Gebetsunterstützung wegen Verdauungsstörungen und Hautausschlag gebeten. Es hat einige Tage gedauert, doch am Sonntag im Gottesdienst spürte ich, jetzt geht er weg.
Dank sei Gott und eurer Unterstützung. Meine Tochter hatte ebenfalls schon lange Probleme mit Risse an Fingern und Händen. Heute ist der erste Tag, an dem die Stellen zu sind. Gott kümmert sich doch um alles. Und eine Gebetserhörung bei der Sendung Gebet für dich live. Und eine Frau berichtet uns: Herzlichen Dank für die Sendung Gebet für dich live. Gleich am Anfang wurde für Blasenentzündung und Schwäche gebetet. Das betraf mich. Ich habe die Heilung sofort angenommen und nun bin ich in Jesu Wunden geheilt. Vielen Dank. Ich erwarte und wünsche, dass die Sendung weiterhin ausgestrahlt wird. Ja, und ein weiteres Zeugnis: kann wieder Rad fahren, schreibt diese Frau. Vielen herzlichen Dank für eure Gebete. Am 5. März habe ich um Gebetsunterstützung wegen meines Knies bei euch gebeten. Ich konnte kaum mehr laufen. In der Nacht vom 8. auf den 9. März erwachte ich und spürte, wie Gott mein Knie berührte. Ich musste aufstehen und siehe da, ich konnte wieder ganz normal laufen, ohne Schmerzen. Ich kann wieder Fahrrad fahren und walken. Danke, Jesus. Das ist wirklich ein Dank wert. Ja, ist das nicht wunderbar? Unmögliches wird durch Jesus möglich. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Es interessiert uns und auch unsere Zuschauer. Es ist so wunderbar, wenn man ein Zeugnis geben darf und auch andere damit ermutigen darf. Ja, wir hatten es von dem Kiel. Kiel ist das Gewicht unter dem Boot. Und da möchte ich dich fragen, was ist dein Kiel? Manche sagen, ach, mein Gegengewicht ist mein Sport oder meine Religion oder mein Auto oder was auch immer. Ich sag dir, das wahre Gegengewicht für dein Leben ist wirklich das Wort Gottes. Hast du genug Gewicht? Du sagst, ja, ja, schon, ich möchte abnehmen. Ich meine nicht das Gewicht, sondern wirklich das Gegengewicht, wenn ein Sturm kommt, dass es dich nicht umhaut und du flach im Wasser liegst. Mach dir mal darüber jetzt Gedanken. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ich möchte dir heute mein Buch empfehlen. Bleib auf Kurs. Das ist nicht ein Segelbuch, sondern wirklich das, was wir lernen können in der Seefahrt, was Gott wirklich für uns tut und wie die Prinzipien der Bibel funktionieren. Es sind viele interessante Themen drin. Schau es einfach an, lass es dir zukommen auf unserem Webshop. Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch »Bleib auf Kurs« geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de oder unter 0800 240 44 70. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir gottesreichen Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.